werden Hostien gebacken? Wer näht die Priestergewänder und was macht ein Diakon? Bei Kreuz Plus geht es um Berufe in der Kirche. Hallo, ich begrüße Sie bei Kreuz Plus, dem Fernsehmagazin aus dem Bistum Eichstätt. Wenn Sie an Berufe in der Kirche denken, was kommt Ihnen dann zuerst in den Sinn? Wahrscheinlich erstmal sowas wie der Priester oder die Mesnerin. Was man dabei aber schnell vergisst, damit ein Gottesdienst stattfinden kann, braucht es auch Messgewänder, Stolen, Altardecken oder Hostien. Sie alle müssen hergestellt werden. Und dann sind da auch noch die ganzen Gebäude. Kirchen, katholische Kindergärten oder Seniorenheime, die betreut und erhalten werden müssen. Aber wer macht das alles? Wir stellen heute die kirchlichen Berufe vor, die man vielleicht nicht sofort im Kopf hat. Bleiben wir mal bei den Hostien. Beim Sakrament der Heiligen Kommunion empfangen die Gläubigen in Form einer Hostie den Leib Christi. Als vor rund 150 Jahren der diakonische Pfarrer Wilhelm Löhe ein Backeisen für Oblaten geschenkt bekam, hat im mittelfränkischen Neuendettelsau eine bis heute währende Tradition begonnen. Andernorts erledigen die Arbeit von Irmgard Wild mittlerweile Maschinen. An ihrer Arbeitsstelle jedoch wird schon immer auf Handarbeit gesetzt. Sie arbeitet in der Hostienbereitung des evangelischen Diakoniewerks Diakoneo in Neuendettelsau. Die Zutaten, aus denen Hostien bestehen, sind seit jeher dieselben. Der Teig steht in der Tradition des ungesäuerten Brotes. Das heißt, es kommt nur reines Weizenmehl und kaltes Wasser in den Teig. Seit dem Jahr 1858 werden in Neuendettelsau Hostien gebacken. Irmgard Wild ist seit 22 Jahren dabei. Vorher hat sie in einer Großküche gearbeitet. Die Hostienbereitung war eine große Umstellung. Es war wie so eine Puppenküche, aber ich habe mich dann sehr gut eingelebt, auch mit den Schwestern und mit dem ganzen Sinn eigentlich, dass ich auch darauf hinarbeite, dass die Hostienbereitung einfach noch diese kleine Werkstatt, die sich die Diakonie hier erhalten hat, noch alles mit Hand und Fuß gearbeitet wird, zu erhalten. Und das ist mir eigentlich ans Herz gewachsen. Und diese Leidenschaft sieht man. Die Hostie ist eben kein gewöhnliches Brot. Die Hostie wird ja erst zur Hostie am Altar. Aber wir sagen jetzt beim Backen und bei der Produktion, wir gehen auch schon so damit um, dass es nicht irgendein Produkt ist, sondern wir wissen schon, welche Aufgabe dahinter steckt und welche Verantwortung. Die verwendeten Backeisen mit verschiedenen christlichen Symbolen sind über 60 Jahre alt. Backen, schneiden, zwischenlagern und letztlich das Stanzen und das Trocknen. In den Hostien steckt viel Arbeit, die nicht hinter verschlossenen Türen geschieht. Ich freue mich auch immer über Besuchergruppen und Konfirmation- und Kommuniongruppen, die hier zu uns kommen und ihre Hostien selber ausstanzen dürfen. Freut mich dann immer, wenn die Kinder zufrieden sind und ganz begeistert dann ihre Hostien mit nach Hause nehmen und praktisch an der Erstkommunion verwenden dürfen. Und wenn gerade keine Besuchergruppe da ist, gehen Irmgard Wild und ihre Kolleginnen ihrer Arbeit nach. Ob klassisch, in Bioqualität oder allergikerfreundlich. Täglich stellen die Damen bis zu 6000 Hostien her, die dann an Pfarreien rund um die Welt verschickt werden. Priestergewänder und Altardecken, prunkvoll und detailreich bestickt. Viele kommen heutzutage aus großen Nähereien. In Dietfurt an der Altmühl lebt jedoch noch eine Frau, für die bei dieser Arbeit Maschinen nicht in Frage kommen. Viel Sitzfleisch und eine Menge Geduld. Genau das braucht Johanna Geithner für ihren Beruf. Sie ist eine der wenigen, die noch Paramente von Hand näht und bestickt. Paramente sind alle kirchlichen Textilien, also die zum Gottesdienst verwendet werden. Das geht beim Messgewand an, über Rauchmäntel, Stolen und auch Kirchenfahnen oder Traghimmel gehören zur Paramente dazu. Aktuell arbeitet sie an einer Diakonenstola. Mit insgesamt 20 Arbeitsstunden rechnet die Dietfurterin für Nähen und Sticken vom ursprünglichen Stoff zur fertigen Stola. Ein eher kleines Projekt. Ganze Priestergewänder oder Fahnen können auch gerne einmal 160 Arbeitsstunden kosten. Paramente müssen nicht zwangsläufig von Hand gestickt werden. Jedoch hat die Handarbeit bis heute einen entscheidenden Vorteil. Es gibt Maschinenstickereien, tatsächlich auch für Paramente. Nur wenn man es mit der Hand macht, ist man natürlich viel freier in der Gestaltung. Man hat ganz andere Materialien, die man mit der Maschine nicht verwenden kann.
Und darum mache ich es in Handarbeit. Ihre Kunden sind Priester oder Pfarreien, meistens aus dem Bistum Eichstätt. Sie schätzen die persönliche Betreuung und die individuellen Möglichkeiten. Manche Kunden haben sehr genaue Vorstellungen und bringen eigene Entwürfe und Ideen mit. Das andere gestalte dann ich, mache auch Entwürfe. Und es wird dann sehr eng mit der Kundschaft besprochen. Es ist eigentlich jedes Stück ein Unikat. Bevor die Stickerei beginnen kann, muss zuerst das Muster auf den Stoff. Übertragen wird es mit Hilfe von gelochtem Pergamentpapier, feinem Pulver und einem Stempel. Dann steht Johanna Geithner Garn in über 100 Farben zur Verfügung, je nach Wunsch der Kunden und liturgischem Einsatz der Paramente. Die damals 16-Jährige begann 1983 ihre Lehre zur Stickerin. Nach der Lehre folgten Gesellen und letztlich die Meisterprüfung. Bis zuletzt blieb die heute 52-Jährige in der Paramentenstickerei von Regenswagner in Hohenwart. Nach der Entschließung 2016 führte Johanna Geithners guter Ruf dazu, dass sie das Handwerk weitergeführt hat. Ich habe einfach weitergemacht, weil viele Kundschaften, Pfarrern, Mesner an mich herangetreten sind. Und da kam eigentlich der Impuls, machen Sie halt weiter, wir kommen weiterhin zu Ihnen. Wie viele Stücke sie schon bestickt hat, weiß Johanna Geithner selbst nicht mehr. Wenn es nach ihr geht, sollen Priester aber auch weiterhin Kunstwerke tragen. Von Hand gemacht und nicht mit einer Maschine. Wussten Sie, dass Männer, die Priester werden wollen, zunächst zum Diakon geweiht werden? Das passiert normalerweise rund ein Jahr vor der Priesterweihe. Doch es gibt auch die ständigen Diakone. Und da besteht Verwechslungsgefahr. Was diesen Beruf vom Priester unterscheidet, darüber spricht Franz Heim. Er ist ständiger Diakon und für ihre Ausbildung im Bistum Eichstätt verantwortlich. Herr Heim, wenn man die Menschen auf der Straße fragt, was eigentlich ein Diakon ist, dann hört man vielleicht sowas wie ein Pfarrer, aber ein paar Dinge darf er dann eben doch nicht. Was würden Sie sagen, was macht den Beruf des ständigen Diakons aus? Ich versuche es immer über die negative Seite. Also der Diakon ist sowas Ähnliches wie ein Priester, aber er darf nicht Eucharistie feiern und nicht die Beichte abnehmen. Aber ich würde es natürlich vom Bild des Berufes des Diakons schon nochmal anders begründen. Also der Diakon oder die Diakone sind sozusagen das Auge oder das Ohr des Bischofs an den Menschen. Diakone sind da, um auf Menschen zu hören und zu sehen, wo sind so ihre Probleme, ihre Nöte, ihre Sorgen und die dann auch wieder einzubringen in die Pastoral und halt sich den Menschen zu widmen und ihnen zu helfen. Die Tatsache, dass man da ja auch eine Familie haben kann, würden Sie sagen, ist es eher Vor- oder Nachteil für den Beruf an sich? Ich denke, das ist ein Vorteil und ein Plus. Ich würde jetzt keinem Priester absprechen, dass er sich in einer Familie nicht auskennt oder keine Eheverhältnisse kennt. Aber es ist immer noch ein Unterschied, etwas zu wissen über Familie und Partnerschaft oder sie selber zu leben und durchzutragen jeden Tag. Sie begleiten heute in der Ausbildung ja auch viele ständige Diakone auf ihrem Weg. Was würden Sie sagen, sind da die Themen, die die Menschen interessieren? Die allgemeine Sorge, wie geht's weiter mit Glaube, mit Kirche, aber auch dann die Sorgen der Menschen vor Ort, meinetwegen in den Arbeitsverhältnissen. Oder wenn es irgendwelche Problemlagen gibt, ist es ja auch die Aufgabe der Diakone, darauf zu reagieren. Ständiger Diakon kann man ja hauptberuflich sein, aber man kann es eben auch im Nebenjob, neben dem eigentlichen Beruf machen. Das erfordert sicherlich in beiden Fällen einiges an Engagement. Was würden Sie sagen, ist als Diakon in der Gemeinde, was kann man daraus mitnehmen? Als hauptberuflicher Diakon habe ich das eben so empfunden, dass ich im Gegensatz zum Laienberuf, also ich war ja Pastoralreferent, viel näher an die Menschen herankomme und einfach sie auch in existenziellen Situationen erlebe und begleiten kann und muss, beispielsweise bei Geburt oder dann eben auch bei Tod, bei Trauerfällen und so. Und dann eben auch ja, für mich selber dann viel mehr Genugtuung spüre, was ich bei den Menschen bewirkt habe. Dann wünschen wir Ihnen weiterhin viel Freude für Ihren Beruf. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Heim. Bitteschön. Dom, Pfarrkirche oder kleine Dorfkapelle. Daran denken wohl die meisten, wenn es um die Bauten der Kirche geht. Aber wussten Sie, dass der Gebäudebestand des Bistums Eichstätt noch viel mehr umfasst? Seniorenheime, Schulgebäude, die Verwaltungs-, Tagungs- und Pfarrhäuser und die Kindergärten. Auch sie müssen früher oder später saniert werden. Hilfe bei der Planung und Finanzierung kommt dabei aus Eichstätt. Emsiges Treiben auf dem Gelände des katholischen Kindergartens in Böhmfeld.
Mittendrin ist Alexander Legel vom Diözesanbauamt des Bistums Eichstätt. Als Bauberater begleitet er die Sanierung des Kindergartens als Experte und unterstützt die Ehrenamtlichen der Kirchenstiftung mit dem nötigen Fachwissen. Ich berate die Stiftungen vor Ort, wenn sie eine Baumaßnahme planen, dann komme ich raus, mache eine erste Kostenschätzung, schaue mir den Fall vor Ort an. Und diese Kostenschätzung ist eine Grundlage für die Stiftung, ihre Entscheidung, ob sie die Maßnahme umsetzen wollen, ja oder nein. Ich unterstütze das ganze Projekt während der Antragsphase oder die verschiedenen Antragsphasen, Rechnungsprüfung und auch Abnahme zum Schluss. Also das ganze Projekt bis zum Schluss, bis es fertig ist. Alexander Legel ist zunächst beratend tätig. Die Planung der Gebäudearbeiten übernehmen andere. Den Böhmfelder Kindergarten saniert ein bewährtes Ingolstädter Architekturbüro. Die Vorgaben der Diözese des Bauherrn waren eben, den Kindergarten brandtechnisch, wärmetechnisch und eben nach den Regeln der Bayerischen Bauordnung entsprechend neu zu gestalten und um- und neu zu bauen. Bauberater Legel kontrolliert den Stand der Kernsanierung des Gebäudes und dokumentiert den Fortschritt auf der Baustelle. Der 46-Jährige ist selbst ehrenamtlich in der Kirchenverwaltung seiner Heimatpfarrei Beingries tätig und hat bei der Kirche seinen Traumjob gefunden. Das sind schon Maßstäbe, die wo man vertritt, sage ich jetzt mal. Und für mich jetzt die Arbeit ist natürlich was ganz was Besonderes. Diese Gebäude, Kirchen oder Kapellen oder sind ganz besondere Gebäude und das macht unwahrscheinlich viel Spaß. Also das ist ein ganz tolles Aufgabengebiet und das freut mich wirklich, dass ich das machen kann. Denn neben dem Kindergarten in Böhmfeld betreut Alexander Legel derzeit rund 20 Baustellen im Dekanat Eichstätt. Jedes erfolgreich abgeschlossene Projekt bestätigt den Bauberater in seinem Tun. Das ist natürlich eine ganz schöne Seite. Und meine, bei den Kirchen ist es ja sowieso, also die Stiftungen sind da auch, also da hat man wirklich größtenteils kommen da ganz, ganz positive Reaktionen zurück, wenn man da das Projekt umsetzen kann und wenn es dann alles zum Schluss eine schöne Geschichte ist und für alle wieder passt. Die Bauberater des Bistums Eichstätt. Als Bindeglied zwischen Kirchenstiftungen, Diözese und Architekten sorgen sie für den reibungslosen und professionellen Ablauf der Bauvorhaben in der Kirche. Damit sind wir am Ende unserer Sendung. Das war Kreuz Plus im Juli zum Thema Berufe in der Kirche. Die Sendung gibt's wie immer auch in unserer Mediathek unter kreuzplus.de. Meine Kollegin Daniela Olivares begrüßt Sie in der nächsten Ausgabe von Kreuz Plus unterwegs am 14. August auf dem Fahrrad. Sie fährt den Simultankirchenradweg in der Oberpfalz. Übrigens auch ein guter Ausflugstipp für die Urlaubszeit. Mit unserem Magazin sehen wir uns dann wieder am 28. August. Dann geht's bei Kreuz Plus um Kirche und die Welt. Bis dahin genießen Sie die Sommerzeit.